Carolina. Ich studiere hier an der UTS für ein Semester und ich zeige euch heute meinen Campus. Also der erste Eindruck war ein hässlicher Tower, wie ich den auch auf den Fotos gesehen habe, aber wenn man reinkommt, wird man einfach erschlagen von der Größe, von den ganzen Leuten, die rumlaufen, von der Ausstattung. Es ist einfach riesig und es gibt so viel zu sehen. Die Orientation Week, da gab es eine Campus-Tour, da wurde man einmal komplett umgeführt. Es gab eine Library-Tour, es gab eine IT-Einführung, es gab so eine allgemein so einen Welcome-Tag. Und da haben wir auch, da wurden solche Aborigine-Tänze aufgeführt. Vier Kurse hier gewählt und ich habe mir das so gelegt, dass ich habe montags einen halben Tag, Donnerstag den ganzen, nee, den halben Tag und Freitag den ganzen Tag, also zwei freie Tage in der Woche. Ich hab, wir haben kleine Seminare mit ungefähr 15 Leuten und immer eine Vorlesung und dann das Seminar. Also ist vergleichbar, auch vom Workload, zumindest in meinem Studiengang. Also die Professoren sind alle total jung. Die duzen sich alle, es werden alle mit Vornamen genannt. Das ist echt krass. Also ganz anders wie bei uns. Also man muss überhaupt keine Angst haben, man wird überall total herzlich aufgenommen und überall wird einem alles gut erklärt, auch im Unterricht. Die Dozenten freuen sich immer darüber, wenn sie ein Studyboard-Studenten haben. Macht auf jeden Fall viel mehr Sport von zu Hause, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt und weil auch alle Leute viel motivierter sind, Sport zu machen. Man wird einfach mitgezogen von den anderen. Und vor allem geht man auf Surfen. Ich zeige euch mal, wo ich wohne. Ja, es ging ziemlich schnell. Wir sind hier morgens hingekommen, haben uns das hier angeguckt, haben das Angebot bekommen, haben uns dann online darauf beworben und am nächsten Tag um 4 Uhr sind wir schon eingezogen. Also wenn ich um 9 Uhr Vorlesung habe, dann kann ich so um 8:30 aufstehen. Um 9:05 gehe ich dann hier los und dann bin ich in 2 Minuten da. We want the students to feel like they're at home and they're safe and they got their mates and they have a kitchen and they can have a few beers as well here. Nice study break in the sun. It's quite nice in the summertime. You get a bit of shade, you can have a barbecue, you can play your chess, sit down, read a book. The whole building is Wi-Fi, so you can bring out your laptop or your iPhone and you can just get on the internet at any time of the day. Also für ein Auslandssemester finde ich, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, im Studentenwohnheim zu wohnen, weil man einfach so schnell so viele Leute kennenlernt. Immer was los, eigentlich ist eigentlich nur langweilig. Man kann immer Billard spielen oder Ping-Pong oder Film gucken oder man kocht zusammen. Irgendjemand geht immer weg, also es ist echt super. Woran ich mich immer noch nicht gewöhnt habe, ist, wenn ich irgendwie ein Kind oder einen Hund auf der Fahrerseite sehe und dass die Autos von der anderen Seite kommen. Das ist wunderschön, am Meer zu wohnen und die Kombination aus großer Stadt und Strand und Meer und Wasser ist einfach genial. Mein erster Eindruck von der Stadt war, dass es einfach unglaublich riesig ist. Man kann so viel sehen und die unterschiedlichen Kulturen, die aufeinander treffen, also von unterschiedlichen Restaurants, wo man echt essen kann. Dann diese ganzen Stadtteile, jeder einzelne, hat seinen Charme. Also ich will gar nichts anderes machen, ich will mir auf jeden Fall wieder Sydney als Stadt aussuchen. Und die Zeit geht einfach so wahnsinnig schnell vorbei. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich schon 6 Wochen hier bin. Es ist einfach, jeden Tag kann man was machen. Man sieht so viel, man lernt so viele Leute kennen, neue Leute kennen. Wahnsinn. Also alles in allem war die Zeit bisher richtig super und ich freue mich noch auf alles, was kommt. Thank you.